Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK. Und Leute, es hat sich ein bisschen was getan, denn ich habe natürlich außerhalb der Folge ein bisschen was gesammelt und habe mir zwei weitere neue Dinos gezähmt. Ja, sie sind eigentlich nicht der Rede wert, denn es sind nur zwei Dodos. Aber ich brauche diese Dodos, denn ich brauche halt Eier, um halt dieses Kibbel herzustellen in diesen Automaten, um mir halt krasse Dinos zu zähmen. Und ja, deswegen habe ich die halt hingepackt. Die geben jetzt immer schön Eier und ein bisschen Kot. Aber das schmeißen wir raus. Und die Eier, die behalten wir. Ne? Genau. Dann, ja, leider ist meine Milka-Kuh gestorben und Ducky ist gestorben. Also Fatty und Ducky sind tot. Denn, ja, alles sicher? Alles sicher. Ich hatte extra für die ein kleines Haus gebaut. Aber ja, Mr. Kano wollte halt ein bisschen anklopfen und... ja, sie sind halt gestorben. Macht aber nichts, denn die kann man halt nachzähmen. Sind normale Dinos gewesen, nur halt Fatty, meine Milka-Kuh, die hätte ich schon gerne behalten. Naja, was soll's. So, gehen wir rein. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was gesammelt und ich war bei meiner alten Base. Heißt, ich habe jetzt die Kristalle, ne? Ich zeige euch. Nicht nur zwei Kristalle, sondern 17 Kristalle. Und ja, ihr wisst schon, was das heißt. Ich kann mir ein Spyglass bauen. Was eigentlich hier am wichtigsten ist. Also zack, Spyglass. Oh ja, ich kann es bauen. Erstmal hier alles wegmachen. Zack, zack, zack. So, nicht nur das, nicht nur das. Einen Moment. Pfeil habe ich auch schon gebaut. Ihr wisst bestimmt, was ich gleich machen werde. Ich werde mir als allererstes eine Smithy bauen. Ich habe nämlich noch keine. Ich brauche aber eine. Zack, Smithy. Denn ja, ich habe ein bisschen Metall geschmolzen. Falls jemand nicht weiß, wie das geht, ich zeige euch. Ihr baut euch einen Schmelzofen. Packt Metall rein, packt Holz rein, Feuer entzünden. Oh ja, es schmilzt. Mehr muss man nicht wissen. 198, ja, das reicht erstmal für den Anfang. Level bekommen. Was machen wir da hoch? Bewegungsgeschwindigkeit. Mittlerweile schon 41 Level und noch nichts erreicht. So stelle ich mir das vor. Ich höre Schritte. Oh nein, bitte nicht dieser komische Dilo. Es ist dieser komische Dilo. Naja, er darf mich einfach nicht treffen. Diese Ecke ist echt gefährlich. Ich muss mir so einen riesen Zaun bauen oder mich wegbauen. Keine Ahnung, aber eigentlich will ich hier erstmal bleiben. Gut, wir haben die Smithy gebaut. Die werden wir erstmal hinplatzieren. Ne? Zack. Und da haben wir sie. Die packe ich einfach mal hier so hin. Zack. Gut, denn ich möchte natürlich auch eine hübsche Ausrüstung haben. Und eine Armbrust. Oh ja, eine Armbrust. Man fängt eigentlich mit Pfeil und Bogen an, aber ich fühle die Armbrust irgendwie ein bisschen mehr. Wahrscheinlich auch die meisten von euch. So, Steinpfeile. Muss ich herstellen? Ist ja immer der Anfang. Ich würde mal sagen so 100. 100 ist doch gut, ne? Ja, 100 ist gut. Lassen wir mal kurz die erstmal herstellen. So. Das hätten wir jetzt, aber 100 nochmal. Ich glaube, das ist besser. Okay, nochmal 100. Das haben wir auch. So, als nächstes Bola. Bola, sehr wichtig. Ich würde sagen so 10 Stück. Ja, 10 Stück. 10 Stück ist gut. Die bauen wir auch mal kurz. Das dauert jetzt ein bisschen. In der Zeit können wir nochmal eine Axt herstellen. Und eine Stein... keine Steinpicke, Metallpicke. So war das. Ah, hier haben wir sie doch. Also, ich brauche eine Spitzhacke. Die stellen wir erstmal her. Eine Axt brauche ich. Ja, eine Sichel. Ja, eine Sichel nehmen wir auch einfach mal mit. So. Jetzt habe ich die Axt. Die Sichel. Und die Picke. Natürlich alles aus Metall. Was natürlich auch viel, viel besser ist. Milka-Kuh ist auch am Start. Die Bola ist hier. Die packen wir hier hin. Ich glaube, jetzt müsst ihr alles haben. Ja gut, noch nicht ganz. Denn ich möchte natürlich auch Betäubungspfeile herstellen. Ich habe mir viel Narkose hergestellt. Nicht ganz so viel, wie ich brauche, aber... ah doch, doch. 235 habe ich jetzt. Doch, das reicht. Das reicht. Betäubungspfeile. Ich kann erstmal nur die herstellen.
mein Bruder hat gesagt, natürlich werden die von der Gaia-Mod. Welche Mod war das? Ein Moment. Omega-Mod. Wer sagt hier Gaia-Mod? Die Pfeile von der Omega-Mod wären natürlich besser, aber ja. Nee, das kann ich noch nicht. Dafür habe ich zu wenig Shit. Wir gehen mal hier rein. Also, ich habe sehr viele Seelen, dies, das, Knete, alles gesammelt. Basic Kibbel. Und das muss ich halt herstellen, um spezielle Dinos zu zähmen. Ich kann natürlich nicht alles herstellen. Also hier zum Beispiel, da fehlt mir die Rage Soul und so weiter und so fort. Aber hier so ein paar Sachen kann ich schon herstellen. Nur, ich stelle jetzt nicht willkürlich irgendwas her. Wir gehen uns auf den Weg machen und ich guck mal so, was ich finde. Weg mit euch. Ach ja, die Namen. Heslon, Stinklon, Drexlon. Sehr einfallsreich. Mir gefallen die Namen. Drexlon, Stinklon, Heslon. Hübsche Namen, hübsche Viecher. Naja, mehr oder weniger. So, wir gehen hier rein. Ich habe nicht nochmal Fiomia-Sattel und so hier drin. Das müsste raus. Der Shit muss auch raus. Ah, Futtertrug. Wartet mal. Mein Futtertrug ist kaputt gegangen. Vom Kano. Also, ich habe euch die Geschichte erzählt. Den müsste ich auch nochmal neu bauen. Aber jetzt lasst uns erstmal kurz warten, bis diese nervigen Pfeile fertig sind. Bis gleich. So, Futtertrug ist jetzt auch fertig. Den packe ich mal kurz hier rein. Und den setzen wir jetzt mal hier drinnen hin. Denn ja, er wird immer wieder zerstört. Ich habe darauf keine Lust mehr. Deswegen, tack, da, 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 der kommt hier drinnen rein. So, alles übertragen? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, dann stelle ich noch mal eine Ausrüstung her. Habe ich ganz vergessen. Flak. Die schöne Flak-Ausrüstung. Ne? Au. Wie jetzt? Kann ich die noch nicht herstellen? Ah, 56. Ah, shit. Nein. Ist das der Kano? Ich höre Schritte. Egal, lassen wir diese Ausrüstung. Ist egal. Ist egal. So, aber... ich habe noch was Schönes. Einen neuen Skin. Passt mal auf. Okay. Seid ihr bereit? Eins, zwei, tada! Man nennt mich auch Diluman. Hello. Es sieht so dumm aus. Aber irgendwie ist es cool. Für die heutige Folge bin ich halt Diluman. Ja, ich bin heute Diluman. Aber nur heute. Dann passiert mir vielleicht nichts. Vielleicht denken auch die Dilophosaurus, ich gehöre zu ihnen. Aber ich höre Schritte. Ah, wir passen einfach mal auf. So, Spyglass, ausgepackt. Arkoi Turtle. Man kann ihn mit Wind zähmen? Ah ne, da, Prime Elemental Kibble, 2 Stück. Aber ja, ich möchte kein Turtle, ich will was Geileres. Wir gucken mal. Oh, das ist auch schön, dass man die Dinos richtig sieht. Oh, es ist irgendwie richtig geil, jetzt mit dem Spyglass loszugehen. Oh, das gefällt mir. So, Langhälse links. Hier war irgendwo ein Sabertooth. Vielleicht lebt er ja noch. Das wäre jetzt was mir schon... ja, schon sehr gerne zulegen würde. Auch wenn das echt heftig wäre. Wieso wird hier so ein Ei angezeigt? Ah, hier! Weg hier. Ich habe ein Prime Nightmare Egg. Keine Ahnung von wem, aber... Leute, das Ding ist wichtig. Ich muss das kurz zurücklegen. Wegpacken. Brauche ich. So, weiter gucken. So, was gibt es denn hier? Ich will irgendeinen hübschen Dino. Irgendeinen hübschen Kano. Raptor. Rosa Kompi. Irgendwie sowas. Wisst ihr? Was schon so mich verteidigen kann. Denn im Moment, ja, ich sterbe halt von alles. Wirklich gefühlt von alles. Und ja, Bewegungsgeschwindigkeit wieder sehr hoch gelevelt. Ihr seht ja, ich bin schneller als keine Ahnung wer. Ne? Muss aber auch so sein. Wir gehen einfach mal hier hin. Da hinten ist doch schon ein Raptor. So, da haben wir ihn. Ah, okay, Alpha. Alpha. Ne, das ist zu viel, Alter. 258.000. Digga. Digga! Ne, wir gehen woanders lang. Das ist ja viel zu hoch. Das ist viel zu hoch. Ich muss mir irgendeinen Dino suchen, den ich mir auch zählen kann.
Flugsaurier wäre auch jetzt nicht schlecht, ne? So ein Flugsaurier wäre nicht schlecht. Und der hier auf jeden Fall. Kann ich gezähmt werden? Nice. Wir gehen weiter. So ein könnte man zähmen. Aber wir hatten in der letzten Folge schon Eddie. Ah, das ist aber auch... ist nicht so meins. Wir suchen nochmal weiter. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Ein Pferd. Da vorne ist ein ganz... Aufpassen. Ein ganz normales Pferd. Ich will jetzt mal gucken. Oh mein Gott. Alter, man erschreckt sich hier aber auch. Die Viecher machen aber auch Geräusche. Auf jeden Fall, ich will mal jetzt kurz ein paar Bären sammeln. Sammeln, ja. Und will mal gucken, wie heftig das hier eingestellt worden ist. Vielleicht muss ich nur eine Sache hingeben. Da kommt Mage Berry am besten. Nein, nein, oh Gott. Oh, Gallimi, nein. Nein. So, ja, ich bin gestorben. Hol jetzt mein Shit wieder und, ja, weiß nicht. Das sind sehr starke Raptoren da, ne? Ich hab mir das heute ein bisschen anders vorgestellt. Dieser blöde Dilophosaurus-Kopf, der bringt mir auch kein Glück. Nein. Ich habe meine Leiche gefunden. Problem? Da ist ein T-Rex. Da ist ein T-Rex. Ich glaube, das ist meine richtige Leiche. Sie müsste es eigentlich sein. Oh nein, nur halt das ein T-Rex. Wartet. Wir gehen jetzt erstmal ganz langsam zu meiner Leiche. Und wir hoffen mal, dass die Raptoren nicht mehr da sind. Da ist meine Leiche. Okay. Ganz ruhig. Ja, die Raptoren sind auch da. Ja, die sind auch da. Ah, die sind auch da. Scheiße. Scheiße. Warte, erstmal muss ich hier mein Shit... Ja, okay. Ich nehme mein Shit mit. Wir gehen einfach hin und fertig. Los. Ja, schneller. Ich hab mein Shit. Ich hab mein Shit. Alles ist gut. So, wir gehen da oben hin. Hier. Ja. Ich guck mal kurz. Ja, okay. Den Kanu könnte ich mir holen. Guck mal, der scheint nicht schlecht zu sein. Da ist irgendwas Totes. Oh Gott. Kanu, nimm ich dich mit? Nature, Kibbel. Okay. Holy shit. Hä? Wer macht das? Macht das der hier unten? Wartet mal. Tornado. Oh, den hätte ich mir zugelegt. Tornado. Ein Beta-Kibbel. 23.000 Tupo nur. Den hätte ich mir zugelegt. Alter, habt ihr seine Attacke gesehen? Aber ja, ich glaube, heute wird's der Thunderstorm Kano sein. Nature-Kibbel. Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, ich gehe mal zurück zur Base, stell mir Nature-Kibbel her und wir sehen uns gleich wieder. Ne? Vielleicht sehen wir auch andere Viecher. Wisst ihr was? Vielleicht baue ich auch gleich. Also ich stelle ein paar mehr Kibbel her. Und falls wir doch was anderes sehen sollten, dann zehn weiß, ne? Aber ja, ich laufe erstmal zurück und wir gucken mal, was wir herstellen können. So, Home Sweet Home. Na, wie geht es euch? Her mit den Eiern. Gut. So, dann gucken wir mal, was können wir herstellen. So, da wären wir jetzt. Ich und der Kano. Und noch ein paar andere Dinos. Aber wir schaffen das. Ich muss nur noch mal überlegen, wie ich das Ganze hier angehen werde. Wie mache ich das am besten? Ich muss mal gleich gucken, ob er da hochkommt. Oh ja, der kommt hier hoch. Wie mache ich das?
Ich will diesen Kanu haben. Aber hier? Hier kommt er doch nicht hoch. Okay, Leute, wir werden es ausprobieren. Die Taktik ist halt low, aber ich will ihn haben. Oh Gott, bitte kann er hier nicht hochschießen. Na, bis jetzt ist alles gut. Alles ist gut. Nein, es ist nicht alles gut. Oh, dieser Weg war so weit. Schlafsäcke. Schlafsäcke ist was Gutes. Schlafsäcke ist was Gutes. Komm, wir machen mal 4 Schlafsäcke. Das ist was Gutes. Heißt für mich, nochmal dahin laufen, nochmal den ganzen Scheiß von vorne. Aber dann ist alles gut. Ich habe jetzt 4 Schlafsäcke, die werde ich dahin packen und dann werden wir uns die Kanu holen. Ja, ich glaube, das wird gut. So machen wir das. Ich gehe los. Ja, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder da bin. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Mal wieder. Und ja, ich werde jetzt erstmal hier schön Schlafsäcke hinpacken. Ne? Sicher ist sicher. Ich hole mein Shit. So. Das kommt weg. Das kommt rüber. Und mal ganz ehrlich, ausrüsten brauche ich mich nicht, weil... Ja, es lohnt sich irgendwie nicht. So. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass er hier hochkommt. Zack. Ja, ich bin's immer noch. Ich kann's immer noch. Okay, Abstand, Abstand. Abstand, Abstand. Alter, hä? Hä? Trifft er mich, egal wo ich bin? Das ist halt gerade meine Frage. Ich gehe mal hier oben rauf. Weil, wenn er mich wirklich trifft, egal wo ich bin, also wenn quasi dieser Blitz aus dem Himmel kommt, dann lohnt sich das ja für mich jetzt hier gar nicht. So, jetzt bin ich so weit weg. Mal sehen. Zack, jetzt aber. Mhm. Gut. Oh mein Gott. Das macht er. Das macht er. Nein, er stirbt. Nein, der wird doch jetzt sterben. Nein, der wird jetzt sterben. Der wird doch 100% jetzt sterben. Oder aber auch nicht. Oh mein Gott. Holy shit. Alter, ist der krass. Überlebt er das? Ich weiß nicht. Ob der das überlebt? Nein, er stirbt. Okay, ich höre auf. Er ist gleich tot. Er ist tot. Der Jute ist tot. Wieso? Okay, ein neuer Dino. Ein neuer Dino muss her. Okay, Leute. Die lange Hälse haben gerade einen T-Rex getötet, der sich Beta Crystal Rex nennt. Und ich habe jetzt 471 Kristalle bekommen. Immerhin etwas, was nice ist. Und ja, ich habe mir jetzt echt überlegt, weil hier vorne sind so welche, wie nennen sich die? Pachyrhinosaurus. Und das ist ein Windstorm, ne? Und ihr wisst ja selber, was die können, ne? Die können halt so ein Tornado halt machen. Und ich bin gerade echt an überlegen, ob ich den da mitnehme. Also Windstorm, ne? Oder... Nee, den T-Rex nicht. Hier gibt es noch einen anderen. Also Windstorm könnte ich mitnehmen. Oder den hier halt. Jetzt weiß ich nur nicht, was ist besser. Wisst ihr was? Ich könnte eigentlich auch beide mitnehmen, ne? Wisst ihr was? Ich versuche beide mitzunehmen. Aber die sind heftig. Der hat zum Beispiel gerade, der hier, niedriges Level, wenig Energie, aber der hat easy diesen Kanu fertig gemacht. Feierkanu. Also, das hat schon was zu sagen, glaube ich. Und ich habe ein Level bekommen. Das ist ein Zeichen, Leute. Ich werde sie mir holen. Komm schon. Kann er sich... Ah, okay, er läuft weg. Oder läuft er weg? Er läuft weg. Kann er sich echt nur... Kann er sich nur unsichtbar machen? Okay, dann habe ich, glaube ich, jemand anderes gesehen. Egal, den nehme ich jetzt mit. Den nehme ich trotzdem mit. Komm, der ist jetzt gleich down, den nehme ich mit. Alles ist gut.
Hauptsache, es kommt kein anderer. Nee, alles ist gut. Alles ist gut. Oh mein Gott, hier passiert irgendwas. Lauf! Gut, der ist down. Der ist down. Da hätten wir jetzt unseren ersten Dino. So, warte, was braucht der da? Ich kann es nicht aussprechen. Er braucht auf jeden Fall Kibbel. Ah, hier. Ich wollte gerade sagen. Okay, nee, er hat es. Okay. Und er wurde gezähmt. Nice. Okay. Hier ist sehr laut. Warum ist es hier so laut? Keine Ahnung, aber... Kann der jetzt irgendwas? Komm mal mit. Mit so einem Sattel wäre das jetzt ein bisschen geiler. Ich weiß jetzt nicht, ob der was kann. Egal, wir haben schon mal einen Dino. Ein Pachyrhinosaurus. Der sich unsichtbar machen kann. Oder halt noch ein bisschen mehr. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber schöner Dino. Sehr schöner Dino. Digga, wahrscheinlich wirst du sterben. Ich sag jetzt schon mal, rest in peace. Okay, jetzt holen wir uns den nächsten. Der wird nicht ganz so leicht. Digga, der Rex ist tot. Der Rex ist auch hier tot. Mal sehen, hat er was Gutes? Ja, so ein paar T-Rex-Arme. Nehme ich mal mit. Ach komm, wenn schon, denn schon. Dann nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Du bleibst hier stehen. In der Safe Zone. Da vorne sind nämlich böse und blöde Raptoren. Peter? Nee, die kann ich nicht sehen. Wir gucken mal kurz. Also, den brauche ich. 2000 Turbur müsste eigentlich drinne sein. Er greift an, er greift an! Nein, er greift an! Er greift an! Nein, er greift an! Nein, er greift an! Nein, ich habe meinen nicht auf Passiv! Aber ich habe einen Schlafsack hier. Alles gut. 2000... Okay, jetzt weiß ich, dass er angreift. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er angreift. Den kriege ich aber. Es kann halt nur jetzt sein, dass meiner angreift und was Blödes macht. Aber den bekomme ich. Okay, meinen geht's auch gut. Hauptsache, er greift jetzt nicht an. Passiv. Alles gut. Ich komme in Frieden. Noch. Gleich sieht's anders aus. Der ist stark, Leute. Das wird heftig. Wenn ich den habe, das wird heftig. So. Ah, die kann man aber nicht bolern. Das ist halt das Problem. Gehe ich weiter weg? Wir gucken mal, wie schaut's aus? Null. Ja. Schlafsäcke. So, komm schon. Bitte, bitte nicht. Alles gut? Alles gut? Nicht Kamehameha machen. Oh, es trifft mich nicht. Es trifft mich nicht. Digga, ich hab doch getroffen. So. Habe ich 6 Pfeile gesagt? Ich glaube, das sind ein paar mehr. Aber es läuft alles noch gut. Lauf weg. Ja, er läuft weg. Alles gut, ich habe ihn gleich. Komm schon. Ja, er ist down. Er ist down. Was braucht er eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was er braucht. Ich weiß echt nicht, was er braucht. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich mache einfach mal rüber. Eins davon wird er schon essen. Ah, er ist gezähmt. Ich hatte gerade schon Angst. Digga. Huhu, Junge. 103 Level. Flex ist da. Der Flex ist da. 103 Level. Plus den hier. Irgendwie scheint er nicht stark zu sein. Aber der hier. Heftig. So, meine Kinder. Passiv. Und dieser Weg wird jetzt ganz langsam, ganz geschmeidig zurückgegangen. Und ich hoffe, die bleiben am Leben. Nein, sie sterben. Kommt. Sie sind beide tot. Nein, sie sind beide tot. Was ist das denn? Ja, was soll ich sagen? Also, hinter mir ist schon meine Base. Es wird dunkel und die einzigen Viecher, die gerade hier sind, die ich mit zähmen könnte, wären diese hier. Zombie Parasaurus. Noch nicht mal den. Ich könnte mir den noch nicht mal zähmen, sondern nur den dahinter, oder? Ja, den. What? Water Parasaurus? Ich habe Level 16. Was soll ich damit verteidigen? Die Käfer, die Kakerlakes würden mich töten. Es wird schon dunkel. Ist hier nicht irgendwas, was ich mir zähmen kann?
Ey, die Folge soll doch jetzt... Ich muss irgendwas haben. Die Folge kann nicht so enden. Ich kann mich damit nicht zufrieden geben. Es muss irgendwas hier sein. So, mittlerweile ist es schon wieder dunkel. Und ja, ich hatte gerade nochmal versucht, was zu zähmen. Ihr braucht es nicht sehen. Es hat nicht geklappt. Und ich habe nur noch gefühlt 100 Pfeile. Wartet mal. Es sind sogar 100 Pfeile. Und ja, ich habe vor mir jetzt noch, vor meiner Base, ein Triceratops. Ein Overlord-Triceratops. Keine Ahnung, was er kann, aber ist mir auch eigentlich egal. Ich will einfach nur einen Dino haben. Deswegen, den werden wir jetzt versuchen zu zähmen. Ne? Wird bestimmt wieder nach hinten gehen, aber... Also nach hinten losgehen, aber was soll's. 1, 2, 3, los! Kann er hier hochlaufen? Er kann bestimmt hier hochlaufen, ne? Er kann bestimmt hier hochlaufen. Er kann hier hochlaufen. Nein! Nein! Jetzt nochmal. Zack. Spyglass. Huh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er kann Kleine herrufen. Ja moin, er kann durch Steine schlagen. Ja, geil. Versuch Nummer 3. Und? Kommt er da durch? Nein. Perfekt. Perfekt. Immer schneller. Oh, lad nach. 7000, ah, das ist ganz schön viel, ne? Reichen da meine Pfeile überhaupt? Er darf jetzt nicht seine kleinen Triceratops spawnen und er darf nicht seinen heftigen Angriff machen. Das wäre halt scheiße. Ja gut, ich habe jetzt kein Pachyrhinosaurus dann, aber ein Overlord Triceratops. Reicht eigentlich. Und ich glaube, den Namen Overlord, den behält er dann. 110 Level. Ja, er wird Plus Level auf jeden Fall schon. Ganz gut bekommen. Das wird schon, das wird schon. So. Alter, die Melodie ist mal wieder so laut. Die ist schon wieder mega laut, Alter. Oh nein. Sie sind da. Kommen sie hier hoch? Ah, sie sind ziemlich klein, ne? Sie kommen. Sie kommen hier hoch. Sie kommen hier hoch. Nein. Nein! Nein, es sind so viele. Alles gut. Ich bin nicht da. Alles gut, ich bin nicht da. Oh Gott. Alles gut. Du Dreckiger. Alter, sind die heftig. So, Knochenbruch ist weg. Es kann weitergehen. 1,6 hat er schon. Ja, aber er war so schön eingesperrt gerade. Er war so schön eingesperrt gerade. Das werde ich doch nochmal schaffen. Wo ist er? Hallo? 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 Läuft er weg? Hä? Wo ist er? Triceratops? Der Penner läuft weg! So, 6000 haben wir gleich. Oh, die Pfeile. Oh, die Pfeile. Ich muss aufpassen. Meine Pfeile sind gleich leer. Oh Gott. Nee, ich dachte gerade, ich habe einen Langhals getroffen. Das wär's jetzt. Oh Leute, ich darf nicht mehr daneben schießen. Komm schon. Ich werd's machen. Nein. Sie schlafen, alles ist gut. Ich weiß nicht, warum sie schlafen, aber sie schlafen. Bestimmt, weil er Topur hat. Ah, das kann sein, weil er Topur hat. So, 7000? 500 nur noch. Ich hab ihn gleich. Oh Gott, wenigstens ein Dino. Er ist down. Er ist down, Junge, endlich. Gut. So, rein damit. Oh mein Gott. Wenigstens eine Kleinigkeit. Ich zieh mir schon mal was an. Wir warten nur noch, dass er aufsteht. Ja. Overlord wurde gezähmt. 164 Level. Yeah, das ist nice. Okay, komm mit. Komm mit. Komm mit. Oh mein Gott, hatte ich Glück. Wenigstens ein klein Dino. Ey, ich habe wenigstens einen Dino. Und dann auch noch ein Overlord. Okay, ich liebe den Anime-Overlord, also liebe ich auch meinen Triceratops. So, Trike-Sattel, wo baut man den nochmal? Trike?
Ich glaube, den kann man nicht hier bauen, ne? Den kann man hier bauen? Den kann man hier bauen? Alles ist gut? Okay. Es sind viele Dinos gestorben. Auch meine alten Dinos. Meine Milka-Kuh. Pachyrhinosaurus, alles. Aber... Overlord ist die Entschädigung. Was kann er? Rechtsklick. Linksklick. C. X. Yeah. STAG. Okay. Digga. Na, was sagt ihr? Hä? Nicht schlecht, würde ich mal sagen, ne? Und schon habe ich ein paar mehr Dinos. Und mein Bruder kommt gleich. Ihr kennt ihn bestimmt. Tilo. Er ist gleich hier. Ich habe gesagt, er soll noch kurz warten. Aber er kommt gleich. Nino! Hä? Was geht? Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Was sagst du? Was sagst du? Wow, was ist das? Ein Overlord, was kann er? Ey, warte. Oh, pass auf, der kann was Heftiges. So, ich zeig mal kurz meinem Bruder, was der kann. What? Ja, Mann. Ist das nicht geil? Geh mal kurz mal weg, ich will ihn mal angreifen. Ach du Kacke. Warte kurz. Pass mal auf, was meiner kann hier. Rampage. Hey, wow. Alter, ist deiner Nein. heftig. Oh mein Gott, Alter. Legendär hey, ist pass deiner. Auf. Pass auf, ich zeig dir, wie stark der ist. Pass auf. Okay, 1000. Okay, ich weiß gar nicht, was meine abzieht. Ich habe ihn gerade erst gezähmt. Warte. Ah. Warte. Vorführeffekt. Warte. Komm mit. Vorführeffekt. Oh. Ja. Warte. Und ich will mal kurz meine Minions abziehen. Warte. Okay. So, mal sehen. Oh, guck es dir an. Oh, ja, geht da auf jeden Fall klar, ey. Ja gut, wenn sie alle zusammen so viel abziehen, ne? Ungelevelt, ne? Ungelevelt. Gib mir die Essenz, ich brauche sie. Piss dich, Junge, meine. Und jetzt pass auf, ich habe mir heute 2 Pachyrhinosaurus geholt. Ein Storm und ein unsichtbaren. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ja. Pass auf, beide gestorben. Dann habe ich mir eine Feier-Schildkröte gezähmt, ne? Gestorben. Was willst du mit der? Das war mein Trostpreis, weil ich zu Hause war, ich hatte nichts. Pass auf. Dann ist meine Milka-Kuh gestorben, die ich gezähmt hatte. Und, ja gut, mein normaler Parasaurus, auf den scheiße ich. Aber trotzdem, das ist jetzt mein Overlord, der einzige, den ich noch besitze. Zum Glück, Alter. Der ist aber geil. Der ist richtig geil. Ich sag mal so, wenn du einen hast, was den Rex, der Overlord ist, Level 300 oder so, ich glaube, das ist heftig. Boah, stimmt. Ey, das wäre übelst nice, wenn du so kleine Minions davon hast. Aber ohne Scheiß, ich bin so froh, dass ich immerhin einen Dino habe. Ich schwöre, ich nehme schon über 2 Stunden auf. Ich habe kein Dino. Ich habe so viel gemacht. Hast du mich angemalt? Nee, ich wollte ihn anmalen, aber geht nicht. Ich schwöre, ich bin so fertig. Soll ich dir mein Haus zeigen? Und ja, erstmal neben mein Haus, ne? Hier waren meine Dinos drinne, mit dem Tor und alles, aber... Dann kam ein Kanu. Ich hab den Grabstein da. Alter, ohne Scheiß, das ist so ein Penner gewesen. Ich hatte hier wirklich Dino-Tor, alles drinne. Ich lauf weg, der Kanu kommt hier. Buff, buff, alles kaputt, Junge. Tötet alle meine Dinos. Ja, glaub mir, du hast hier aber auch echt eine Kackstelle ausgesucht, ne? Sei leise, schön am Wasser, so Madeira-mäßig, musste ich machen. Ja, ist klar, jetzt haben wir komm, komm. Los, hier mal, Roomtour. Mach die Tür auf! Komm rein. Yo, thank you. Oh. Guck's dir an. Gemütlich, oh, ne? Oh, Baby ist tot! Hey, ich soll nicht ach, wegen den Eiern! Scheiße! Egal, Junge, kannst du essen Chicken Nuggets. Ey, die hab ich noch gar nicht gebaut hier, die sieht voll geil aus. Ja, da kannst du eine Milka-Kuh halt machen. Haus des Geldes oder was? Ja, du kannst alles da machen. Geil. Ey, pass auf, ich zeig. Wie heißt denn warte, ich geb dir mal was, warte. Da kannst du zum Beispiel so eine Skins machen. Setz mal auf. Dino-Maske, mal gucken. Legendär, geil. Digga. Legendär. Oha. Alter, richtig
geil. Schenke ich dir, Willkommensgeschenk. Fett? Yo, thank you. Oh, geil. Ach, hier, guck mal hier, die kannst du auch craften, ne? Die haben öfter schon mein Dino ein Leben gerettet. Ist ein Pokémon. Warte. Alter, dein Char, Junge, der hat viel zu dicke Arme. Wolltest du Broly sein, oder was? Hä, muss doch wie in echt sein, Alter. Ja. Warte, warte. Guck, probier mal. Komm zurück! Geht doch viel schneller. Geil, wa? Hä? Wie kann man die bauen? Nichts. Warum sagst du mir jetzt das erst? Ja, es ist so. Also die ersten Soundtraps auf jeden Fall. Ja, den schenkst du mir, ne? Ja, kannst behalten, wie gesagt. Einfach mal Pokéball geklaut. So, jetzt bauen wir mal kurz was für meinen Bruder, ne? Er ist da zu Besuch gekommen. Ich zeige euch gleich nochmal ganz in Ruhe, was der Trike so drauf hat. Aber das nutze ich gerade aus, weil er gerade hier ist. Ich will ihm was schenken. Das hier. Das will ich ihm schenken. Nee, das meine ich, das. Das muss ich ihm geben. Das ist halt für sein Pteranodon und wird halt zum Besen, ne? So. Machen wir auf deinen Flugsaurier drauf. Ich will mal sehen. Flybro? Nimbus 2000, Alter. Was? Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Naja, also, geh mal rauf, ist doch geil. So würde es besser ausschauen, aber ich glaube, so kann man die nicht reiten. Nee, schade. Ich glaube, das ist für normale Flugsaurier. Hä? Flieg mal. Jo! Es ist magischer Teppich, Alter. Dann, ja, dir noch viel Glück. Lass ihn bloß nicht verrecken, Alter. Der ist viel wert. Und, ja, ich weiß. Wie gesagt, wir müssen uns öfters mal zusammentun, damit wir hier so ein bisschen aufräumen. Ja, nächstes Mal dann auf jeden Fall. Jo, alles klar. Dann viel Glück. Raus da rein. Und, ciao. Ja, mach's gut. Jo. Bye-bye. Ich geh jetzt hier in den Redwood. Hä? Die Burg gehört mir, Junge! Ja, ist klar! Auf jeden Fall. Ja, mein Bruder hat mich kurz besucht. Ich habe ihm kurz mein Trike gezeigt, mein Haus gezeigt. Und was wir gerade meinten mit Redwood, ich habe ihm erzählt, da ist so eine richtig geile Burg. Und deswegen wollte er mich gerade ärgern. Nee, aber ja, das war mein Bruder Chilo. Ich habe ihm kurz gezeigt, was mein Trike so kann. Ich zeige euch natürlich jetzt auch nochmal richtig, wie stark er ist. Ne? Wir haben ja noch gar nicht richtig geguckt. So, mal gucken. 296 Schaden mache ich. Ne? Zack. Meine Minions. Attacke. Jetzt gucken wir mal. Was machen die? Oh, okay. Jeder so 148 Schaden. Ne? Ist eigentlich schon gut stark. Komm, wenn die alle auf einmal angreifen. Das ist schon gut stark. Er ist tot. Nice. Also, ist schon eine heftige Bestie. Ne? Zusammen mit seinen Kindern. Passt. Vom Aussehen her ist halt normaler Trike. Nichts Besonderes. Aber dennoch ein Overlord. Tilo hat auch schon gesagt. Nices Viech. So, den baue ich nochmal ab. Und ja, dann war's das eigentlich. Mehr mache ich nicht. Ich habe euch so gezeigt, wie schlecht ich spielen kann. Ihr habt es gesehen. Ja, und das war's erstmal mit der Folge. Immerhin ein Dino, ein starker Dino. Werde ich gleich richtig schön einsperren, damit er nicht getötet wird. Und ich werde ihn ein bisschen leveln. Und nächste Folge werden wir ihn dann mitnehmen. Und mein Bruder hat mir ja so einen Pokéball gegeben. Heißt, nächste Folge, wenn ich Dino zähme, mache ich den hier. Zack. Und er ist drinne. Und wenn ich ihn dann hier bei meiner Base, dann... Tada. Und man braucht nur ein Kristall, um die Dinger herzustellen. Mensch, hätte ich das früher gewusst, wäre auch alles besser gewesen. Naja, was soll's. Okay, dann sammle ich das ein. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen... Ich hoffe, euch hat mal wieder die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder ein Kommi da und ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.